Sambiaki! Okay, was ist los? Oh Mann, du hast mich aus dem Schlaf geweckt. Oh Mann, weißt du nicht, was heute ist? Heute ist Achterbahnfahren angesagt. Hä? Achterbahnfahren angesagt? Was redest du da, Okri? Oh Mann, lass mich lieber schlafen. Ich bin so müde. Was? Hast du nicht gesehen? Es gibt jetzt ein neues Achterbahnland mit ganz, ganz vielen Looping-Achterbahnen. Was? Okri, wirklich? Oh wow, lass uns da sofort hingehen. Wie bist du eigentlich in mein Haus reingekommen? Junge, du bist einfach nicht aufgestanden. Da habe ich mir gedacht, ich muss einfach einbrechen. Als wenn, Okri. Und wo ist jetzt dieser Achterbahnpark? Ich will da sofort hin. Simlucky, bist du etwa blind? Schau dir das an, wie riesig der ist. Oh wow, der ist ja sowas von riesig. Okri, lass uns sofort Achterbahn fahren. Hast du auch Tickets gekauft? Ja, natürlich habe ich Tickets gekauft. Ich meine, ich will einen richtig schönen Tag mit dir heute verbringen auf Riesenachterbahnen. Let's go, Freunde! Hallo, hallo, hallo. Wer seid ihr denn? Wir wollen Achterbahn fahren! Ja, hier die Tickets. Moment mal. Ihr seid doch viel zu klein. Schaut mal hier. Ihr kommt doch gar nicht auf die Achterbahn drauf. Ey, du bist doch selber zu klein. Das ist unmöglich, so groß zu sein. Das können nur Riesen. Das sind 2 Meter oder mehr. Naja, das hat sich dann wohl für euch erledigt. Ihr seid nicht zu groß und ich hab hier das Sagen. Was? Ey, das kann nicht sein. Als ob du uns jetzt hier auf die Achterbahn lässt. Wir haben sogar extra Tickets gekauft. Was ein fieser Pupsikopf, Alter. Der heißt sogar Pupsikopf. Ihr seid hier die Pupsis. Wie wär's jetzt, wenn ich fahren würde? Ich glaube, ich gehe ein bisschen Achterbahn fahren. Der ist jetzt selber nicht mehr so groß. Warte mal, und der geht jetzt Achterbahn fahren? Nein, stopp, das kannst du doch nicht machen. Du gehst selber Achterbahn fahren, lässt uns nicht. Oh ja, und wie ich das kann. Und ihr dürft einfach nicht. Ich gehe jetzt einfach hier rein, hab hier mein Minecart und ich gehe jetzt hier drauf und tschüss. Oh, das macht ja so viel Spaß. Freunde! Okay. Wir wurden einfach geprankt. Ich habe einfach 100 Diamanten dafür bezahlt und jetzt darf ich nicht mehr draufgehen. Oh, was? 100 Diamanten hast du dafür bezahlt? Wir wurden richtig abgezogen. Und jetzt auch, schau mal, wie viel Spaß wir beim Achterbahnfahren haben. Weißt du was, Pupsikopf? Was denn? Wir werden uns rächen. Wir bauen selber einen viel cooleren Achterbahnpark. Das werdet ihr doch niemals schaffen. Schaut mal, wie groß diese Achterbahn hier ist. Werdet ihr niemals hinbekommen. Doch. Und dann wirst du sehen, wie riesig die Achterbahn ist und wie cool mit so vielen Loopings. Und wirst so neidisch auf uns. Ach, ihr seid so kleine Pupsis. Ihr bekommt doch gar nichts hin. Geht weiter im Sandkasten spielen. Oh Mann, das wirst du schon sehen, was du zurückkriegst. Oh Mann, Okri, weißt du was? Wir bauen jetzt Achterbahn. Einmal ich und einmal du. Und dann werden wir ihm zeigen, dass wir viel bessere Achterbahn bauen. Und zack, schaut dir das an, Simlucky, was ich jetzt mache. Ich mache Pupsi auf sein Gesicht und auf die Achterbahn. Was soll das für ein Schwindel? Okay, schnell weg, Freunde. Okay, ihr habt's gehört. Heute machen wir eine Achterbahn-Bau-Challenge gegen Okri und werden ihm zeigen. Ey, der verfolgt uns immer noch. Okay, wir sind jetzt beim Build Battle, Okri, und ich werde eine viel coolere Runde Achterbahn bauen. Nein, wirst du niemals. Oh Mann, ich dachte, wir bauen eine zusammen. Aber wenn du eine rote bauen willst, dann baue ich eine blaue. Blaue ist viel cooler. Ach, das glaubst du? Also, wir haben 10 Minuten Zeit und wir werden eine richtig coole bauen. Hier ist mein Kopf, Freunde. Und auf der anderen Seite ist Okris Kopf. Und dort wird unsere Achterbahn anfangen, Freunde. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Eingang. Und hier wird der Ausgang sein. Okay, und somit haben wir schon alle Items und platziert. Jetzt die Antriebsschienen, die sind richtig schnell, Freunde. Und als nächstes würde ich sagen, wir machen keine normale Achterbahn, sondern eine Lava-Achterbahn. Das heißt, sie ist richtig gefährlich. Also unten wird alles voller Lava sein. Und damit das Ganze auch richtig schnell geht, benutzen wir unsere magische Axt, Freunde. Und können somit einfach alles voller Lava machen. Freunde, schaut euch das mal an, wie cool das aussieht. Wir machen das Ganze sogar einfach mal noch ein bisschen größer. Und zack, hier haben wir die nächste Markierung hingemacht. Und somit haben wir jetzt einen riesigen Lavasee. Und darüber wird jetzt die Achterbahn fahren, Freunde, die wir aus roter Wolle bauen und roten Beton, Freunde. Okay, Freunde, damit es für den Pupskopf richtig
richtig spannend wird am Anfang und der Angst kriegt, würde ich sagen, bauen wir jetzt einfach was richtig Cooles. Nämlich brauchen wir dafür Ventilatoren. Die bauen wir jetzt einfach hier unten hin. Zack, zack, zack. Das sollte passen. Und jetzt aktivieren wir die mit Redstone-Fackeln. Okay, und somit sind die ganzen Ventilatoren aktiviert. Und wenn jetzt hier eine Lore rüberfährt, also ein Minecart, dann wird es einfach in die Luft fliegen und man kann einfach hier in die Lava fallen. Aber wir werden das Ganze absichern. Nur, dass der kleine Pupskopf Angst kriegt und nicht dabei drauf geht. Denn Ukri will die Achterbahn hier auch fahren. Okay, und hier machen wir jetzt noch mehr Schienen hin. Die müssen wir natürlich auch mit einer Redstone-Fackel aktivieren, Freunde. Ganz vergessen. Und die hier vorne natürlich auch. Ich teste das Ganze mal sofort, Freunde. Und zack, hier platzieren wir die Lore. Und wir fahren nach vorne. Let's go! Freunde, das hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, hier vorne stecken wir jetzt fest. Okay, Freunde, ich habe das nochmal überarbeitet. Und ich glaube, so sollte das jetzt eigentlich ganz gut passen. Wir steigen die Lore und let's go. Perfekt, das hat einfach wunderbar geklappt, Freunde. Okay, und jetzt würde ich erstmal sagen, bauen wir uns ein bisschen nach oben und verwenden dafür natürlich unsere Schienen, mit denen man auch Kurven machen kann. So war das jetzt nicht geplant, Freunde. Ich glaube, ich muss da ein bisschen was ändern. Ja, so schon viel besser. Und zack, Freunde, hier geht's dann weiter nach oben. Und so sieht das Ganze schon richtig cool aus. Hier können wir jetzt das nächste coole Hindernis hin machen. Und ich habe schon eine Idee, nämlich machen wir hier einen riesigen Jump hin. Wie ich das machen will, zeige ich euch jetzt. Okay, nämlich werde ich hier eine Pistenkonstruktion hinbauen. Wir brauchen erstmal ein paar Schleimblöcke. Und wenn dann gleich das Minecart darauf fällt, dann fliegt es einfach richtig hoch. Aber dafür müssen wir erstmal unten den Pisten platzieren. Und zack, Freunde, so sollte das schon passen. Wir machen das Ganze vielleicht sogar ein bisschen größer. Aber davor müssen wir erstmal schauen, wo das Minecart überhaupt hinfliegt, damit wir das ungefähr abschätzen können, Freunde. Und let's go! Perfekt, das passt, Freunde! Die da das Signal an den Pisten weiterleitet. Nämlich müssen wir jetzt hier eine Redstone-Linie machen. Und zack, 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 Freunde. Hier bauen wir jetzt eine hin und die wird gleich aktiviert. Okay, mal schauen, ob das klappt. Und ja, perfekt, das hat einfach funktioniert. Das war zu früh. Okay, Freunde, ich habe das Ganze jetzt nochmal überarbeitet und das sieht echt kompliziert aus. Aber ich habe hier einfach nur solche Verstärker hingemacht, die das Redstone-Signal langsamer machen. Und dann sollte das einfach perfekt timen, Freunde. Also wir probieren es aus und let's go. Wow, habt ihr es gesehen? Ich habe einen Mega-Boost gemacht. Oh, ups, und ich bin in die Lava gefallen. Aber um nicht in die Lava zu fallen, Freunde, machen wir jetzt hier weiter mit unserer Achterbahn, Freunde. Hier wird Pupskopf einen richtigen Schreck bekommen. Der wird denken, der fällt in die Lava. Aber dann fällt er doch nicht in die Lava und es geht weiter. Und du kriegst dich auch bestimmt richtig erschrecken, Freunde. Also wir platzieren jetzt hier noch ein paar mehr Schienen. Ich brauche noch mal eine von dieser Art. Let's go. Platziere hier weitere und jetzt geht's gleich weiter mit unserer Achterbahn. Aber davor, Freunde, müssen wir das Ganze nochmal testen. Und ich würde sagen, wir testen alles einfach mal nochmal von vorne, damit wir sehen, ob alles perfekt klappt. Und zack, perfekt, das klappt richtig super. Und jetzt der Mega-Jump. Let's go. Freunde, wir sind zu langsam. Okay, Freunde, ich habe das Problem gelöst. Nämlich habe ich hier einfach einen kleinen Hügel reingebaut. Und wenn wir hier jetzt runterfahren, dann sind wir einfach richtig schnell, Freunde. Und können automatisch weiter springen. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob das klappen wird. Hier muss ich das nochmal mit Redstone aktivieren. Und jetzt werden wir es austesten. Hoffentlich klappt das, Freunde. Hoffentlich klappt das. Und let's go. Wow, habt ihr es gesehen? Es hat einfach geklappt. Let's go. Okay, Freunde, ihr habt schon gesehen, wenn man runterfährt, ist man einfach viel, viel schneller. Und deswegen habe ich mir schon was Cooles überlegt. Nämlich werde ich hier in eine Kiste eine Elytra reintun. Und da muss Pupskopf und Ukri ganz weit nach oben fliegen, damit sie dann oben weiter mit der Achterbahn fahren können. Und dann geht's ab hier gleich richtig schnell runter. Oh ja, ganz genau. Und um es ihnen richtig schwierig zu machen, zünde ich einfach hier die Ringe an. Denn sie müssen durch diese ganzen Ringe fliegen, um nach oben zu kommen. Ich werde ihnen natürlich auch eine Rakete geben, damit die mit der Elytra hochfliegen können. Und hier wird einfach überall Feuer sein, Freunde, damit es richtig schwierig wird. Und wenn die runterfallen, dann fallen sie einfach in die Lava. Okay, Freunde, ab hier mache ich es weiter. Aber ich werde keine normale Achterbahn bauen, nämlich eine Spiralachterbahn. Oh ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Die wird einfach ukrainisch. Und vor allem Pupsi-Kopf zum Kotzen bringt. Die werden sich richtig schwindelig fühlen, Freunde. Das sage ich euch. Also, wir bauen hier einmal einen Kreis. Jetzt geht es ein bisschen runter. Und jetzt geht der Kreis einfach wieder weiter. Hier baue ich jetzt wieder weiter. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und jetzt werden die einfach richtig viele Kreise machen, Freunde. Oh ja. Und noch mehr Kreise.
Kreise. Zack, 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 let's go. Ich glaube, ein paar mehr Kreise können auch nicht schaden, Freunde. Das ist einfach eine Tornado-Achterbahn, Freunde, wenn man sich von oben anschaut. Und weiter geht's, let's go. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Dem wird einfach richtig schwindelig werden, Freunde, wenn die diese Achterbahn fahren. Und zack, somit haben wir auch schon alle Schienen aktiviert. Und als nächstes machen wir das Special, Freunde. Nämlich ein TNT-Bus in der Achterbahn. Ja, richtig gehört, einen TNT-Bus. Erstmal wird man hier richtig weit runterfallen. Im freien Fall, Freunde. Und zack, bis genau hier unten hin. Hier werde ich jetzt aber Wasser hinmachen und daneben Dispenser. Okay, hier kommen die Dispenser hin. Let's go. Da müssen wir gleich richtig viel TNT reinmachen, damit der TNT-Bus natürlich auch klappt, Freunde. Und hier machen wir jetzt ganz viel Wasser hin. Okay, hier kommt das Wasser hin, Freunde. Und ich würde sagen, wir testen einfach mal aus, ob wir perfekt ins Wasser fallen. Und für das klappen, Freunde. Let's go. Wir fallen ins Wasser. Es hat einfach geklappt, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, werden wir hier noch alles mit Redstone verbinden. Dafür müssen wir hier noch ein paar Blöcke platzieren. Zock, zock, zock. Let's go. Hier noch ein bisschen Redstone hin. Und jetzt müssen wir nur noch in die Dispenser ganz viel TNT platzieren. Ich glaube, das sollte reichen. Hier wird auch nochmal ganz viel TNT reingemacht. Hier auch noch. Ganz viel TNT. Hier auch. Und in den letzten Dispenser. Und das Problem ist halt nur noch, dass wir das nicht aktivieren können. Aber, Freunde, dafür haben wir unsere Aktivierschiene. Ja, ganz genau. Die, würde ich sagen, platzieren wir einfach hier vorne und werden jetzt hier einfach ein Redstone-Signal runterbauen, welches dann das ganze TNT aus den Dispensern wirft. Okay, perfekt. Das verbinden wir jetzt nur noch. Zack, let's go, let's go, let's go. Und hier machen wir noch den ein oder anderen Verstärker hin. Ich glaube, so sollte das passen und machen wir auch ganz da hinten, damit es lange dauert, bis das TNT da gezündet wird. Und Freunde, ich glaube, wir können es mal ausprobieren. Bitte sprengt sich jetzt nicht alles in die Luft. Da war die ganze Arbeit umsonst. Und, was passiert, Freunde? Oh nein, ich glaube, das ist nicht gut. Und, Freunde? Okay, ich glaube, da ist ein bisschen was schief gelaufen. Und nein, meine ganze Lava, Freunde. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Okay, Freunde, ich habe das Ganze nochmal überarbeitet und ich hoffe, diesmal klappt das Ganze. Oh Mann, war das viel Arbeit. Ich habe Obsidian verwendet, damit das nicht in die Luft gesprengt wird. Aber ich glaube, das macht eigentlich nichts aus. Und wir versuchen es nochmal. Let's go! Und wir sind reingefallen. Perfekt, Freunde. Und jetzt? Wow! Es hat geklappt, Freunde. Let's go! Das heißt, wir werden hier oben jetzt einfach die Achterbahn weiterbauen. Und ich glaube, irgendwo hier oben. Warte mal, wie hoch fliegen wir eigentlich? Lass es uns mal ganz kurz austesten, Freunde. Okay, ich platziere hier die Fackel. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze nochmal. Wir nehmen Anschwung und let's go! Rein hier! Okay, jetzt... Ah, nein, nein, Freunde, 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 das ganze Wasser! Okay, puh, das war knapp. Warum wird das Wasser die ganze Zeit zu Eis? Das kann doch nicht sein. Egal, wir versuchen es nochmal. Und absteigen. Und jetzt, let's go. Wow, fliegen wir hoch, Freunde. Und ich würde sagen, wir machen es richtig schwer. Nämlich muss man danach einfach ein MLG machen, Freunde. Ja, richtig gehört. Wir platzieren hier eine Lore. Und wenn man hochfliegt, muss man einfach ein MLG hier machen. Okay, als nächstes würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Raum. Hier kann man von der Achterbahn runter. Und werden jetzt eine wichtige Frage stellen, Freunde. Oh ja, richtig gehört. Mit einem Schild. Und ich würde sagen, da schreiben wir jetzt einfach eine richtig coole Frage hin. Und Okri oder Pupsikopf dürfen sich nicht falsch entscheiden. Sonst fallen sie runter auf die Höllenachterbahn, Freunde. Und da will keiner runterfallen. Und wenn sie sich richtig entscheiden, fallen sie runter auf die coolste Achterbahn der Welt. Okay, Freunde. Deswegen würde ich sagen, schreiben wir es hier ein Schild hin. Und die Frage lautet, welche Achterbahn ist cooler? Frage, Frage, Fragezeichen. Entweder sie entscheiden sich für die Achterbahn von Sam Lucky. Oder sie entscheiden sich für die Achterbahn von Pupsikopf. Oh nein, die ist gar nicht cool. Also der Typ, der uns nicht reingelassen hat auf seine Achterbahn. Weil wenn man sich für diesen Weg entscheidet, fällt man einfach runter auf die Achterbahn, die nirgends woanders hinführt als in einen Lavasee, Freunde. Oh ja. Okay, Freunde, hier platzieren wir dann die Lava. Obwohl, ich habe noch eine viel coolere Idee. Wir werden da einfach Fake-Wasser platzieren. Wer wird denken, das ist die richtige Antwort gewesen? Aber nein, nicht so einfach. Das war ganz sicherlich nicht die richtige Antwort. Das war die falsche und du wirst in Wasser fallen, was richtig viel Schaden macht. Oh ja, und bei der richtigen Antwort für Sam Lucky würde ich sagen, platzieren wir einfach ganz viel Fake-Lava. Da wird der, der diesen Weg nimmt, denken, oh nein, ich habe falsch geraten. Aber in echt hat er richtig geraten, denn Sam Luckys Achterbahn ist zu 100% besser als die von Pupsikopf.
Und let's go, let's go, let's go. Hier platzieren wir jetzt die ganze Fake-Lava, Freunde. Und zack, perfekt, Freunde. Wenn man hier einfach reinfällt, dann kriegt man nichts anderes als Regeneration, Freunde. Und Feuerschutz. Wie cool ist das denn bitte sehr? Aber wir müssen hier noch ein bisschen das absperren, sodass sie nicht sehen, wo es lang geht, Freunde. Nicht, dass Pupsikopf schummeln wird, Freunde. Also, wir platzieren hier das Minecart und dann kann man hier einfach runterfallen. Let's go. Und wird dann hier in die Lava fallen. Aber das Ganze ist natürlich Fake, aber auf der anderen Seite fällt man dann in Fake-Wasser, also in Schadenswasser. Okay, Freunde, und von hier aus würde ich sagen, machen wir das letzte Achterbahnhindernis, nämlich einen freien Fall, Freunde. Oh ja, damit Pupsikopf nochmal richtig, richtig Angst kriegt. Und zwar wird der freie Fall genau hier vorne sein. Und ja, perfekt, so machen wir das. Und dann wird man einfach bis ganz nach unten runterfallen, Freunde, sodass man die Achterbahn von neu fahren kann. Ich glaube, hier ungefähr sollte man runterfallen. Ich weiß gar nicht. Okay, wir machen hier ein bisschen länger die Strecke und dann werden wir jetzt hier die Achterbahn verbinden und dann wird einfach alles wieder von vorne anfangen, Freunde. Wie cool ist das denn bitte sehr? Sozusagen ist das dann eine unendliche Achterbahn, Freunde. Hier geht's dann lang zum Anfang, Freunde. Let's go. Perfekt. Schaut euch das mal an. Wie cool ist das denn bitte sehr? Okay, okay. Bist du ready? Zum Lucky natürlich. Ich bin schon lange bereit. Warum brauchst du so lange? 10 Minuten sind um. Ich war auch schon lange bereit, Okri. Und wow, deine Achterbahn sieht ja richtig cool aus. Ja, die ist riesig, wie gesagt. Aber nicht spicken, Sim Lucky. Du bist bestimmt noch am Bauen, weil du so langsam bist. Haha. Bin ich nicht, Okri. Schau, meine ist auch schon längst fertig. Wollen wir als erstes meine anschauen? Nein, meine wollen wir als erstes anschauen. Was redest du da? Okay, Okri, das Beste kommt zum Schluss. Wenn du erstmal auf meine Bahn gehst, dann siehst du, was für ein Pups deine Bahn im Gegensatz zu meiner ist. Und schau mal, wer heute auch hergekommen ist. Hä? Was macht der denn hier? Das seid ihr endlich. Upsi. Wo wart ihr die ganze Zeit? Ich habe nicht gedacht, dass du jetzt auch unsere Achterbahn kontrollierst. Aber das ist gut, Freunde. Denn meine wird extrem gefährlich. Haha, der wird sich in die Hose machen. Hey, Pupsikopf meinte, dass meine auf jeden Fall richtig cool ist. Schau, komm mit. Aber Moment mal, ihr dürft doch keine Achterbahn fahren. Ich habe das euch verboten. Hä? Nein, das ist unsere eigene Achterbahn, du Noob, Alter. Ja, wir werden jetzt fahren, Pupsi. Und, oh, warte mal, Okri, bist du sicher, dass du ihn mitfahren lässt? Ist der Lucky natürlich, der wird sich richtig Pups in die Hose machen. Und zudem ist meine Achterbahn super, super schwer. Also der wird die ganze Zeit verlieren. Lasst mich vorbei, hört auf zu reden. Ich darf jede Achterbahn fahren. Das ist mein Eingang. Und als erstes muss man einen Test machen, bevor man auf die Achterbahn geht. Denn wenn du zu schlecht bist für die Achterbahn, dann darfst du überhaupt hier gar nicht drauf. Wow, wir werden jetzt sehen, ob du diesen Test bestehst. Und diesmal darfst du nicht schummeln. Ach, das wird einfach für mich sein. Ich bin ein Profi, ein Achterbahn-Profi. Ach ja, er hat's geschafft. Guck mal. Oh Mann, nicht, dass man so ganz einfach Anlauf nehmen muss. Nein, man muss das perfekt timen, den Sprung. Und jetzt werde ich das schaffen. Und let's go. Komm schon, ich hab's geschafft. Oh, nicht schlecht, schafft es Pupsi. Er hat's auch geschafft. Hast du geschafft? Ja, ich bin ein Profi, ich hab's doch gesagt. Werden wir sehen. Nämlich geht's jetzt auf deine Achterbahn, Okri. Okay, aber davor müsst ihr in den Survival-Modus. Nicht, dass sie anfängt zu fliegen oder so. Deshalb stelle ich jetzt dich, Pupsikopf, und dich, Sim Lucky, in den Survival-Modus. Und ich würde sagen, du gehst als erstes. Nein. Ich hab noch was vor. Also, ich kann gerade nicht. Der traut sich nicht. Such keine Ausreden. Geh auf die Achterbahn. Sonst bekommst du von uns noch mehr Pupsi auf deinen Kopf. Okay, wartet ab. Ich werde noch mal kommen und ich werde mich trauen, okay? Okay, werden wir sehen. Er hat gerade zugegeben, dass er Anzahl ist. Jetzt geh auf die Achterbahn. Soll ich da jetzt wirklich drauf? Ja, natürlich, geh drauf, Junge. Okay. Wow. Dann lass ihn direkt hinterher. Okay, ich komme auch. Wow, hier geht's runter. Wow. Hilfe, das geht ja immer höher. Voll der Tanz. Und jetzt schau, was auf dich zukommt, Pupsikopf. Wow. Ich sehe nichts mehr. Freunde, was ist das denn? Das geht ja richtig ab. Wow. Und gleich, Leute, müsst ihr richtig aufpassen. Das ist das Krasseste. Jetzt fängt es an. Jetzt ist es aus. Wow. Was passiert hier? Ich steige aus, Freunde. Und was passiert hier? Ich hab's geschafft. Let's go. Und nochmal. Ich hab's wieder geschafft. Let's go. Sie merken, du hast geschummelt. Aber jetzt wirst du eh verlieren. Hä? Was ist das denn? Nein, ich verliere doch.
Maxim Lucky. Hier ist es überhaupt kein Ende. Das ist das Ende. Mein Ende ist kaputt. Ey, das ist richtig fies. Okay, ey, lass mich hier raus, Mann. Oh, Freunde, ich bin wieder zurück. Das war echt fies von dir, Okri. Okri, was hast du hier gebaut? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte keine Chance, die Achterbahn zu Ende zu fahren. Hä? Hey, du suchst Ausreden. Du hast nicht bis ganz am Ende geschafft. Oh Mann, Leute. Ihr wart einfach zu schlecht für meine Achterbahn. Oh, Pupsikopf, hast du dir in die Hosen gepupsit? Das ist die schlechteste Achterbahn, die ich je gesehen habe. Was? Was redest du? Aber ich muss sagen, Okri, deine wird wirklich nicht besser als meine. Denn meine ist viel cooler. Kommt auf meine Seite. Pupsikopf, sicher, dass du dich noch traust, im Lucky zu fahren? Ich meine, du hattest schon bei Maya so viel Schiss und hast die ganze Zeit rumgeschrien wie ein kleines Baby. Wie jetzt, im Lucky, du auch? Oh ja, du musst mitkommen. Und Freunde davon, welche Achterbahn findet ihr besser? Die von Okri oder meine? Meine habt ihr ja schon gesehen. Schreibt es in die Kommentare rein. Eine 1 in die Kommentare für meine Achterbahn und eine 2 für Okris. Oh, warte mal, alle in 2 die Kommentare, meine ist viel besser. Nein, eine 1 und Pupsikopf, komm jetzt auf meine Achterbahn. Aber bevor es anfängt, Okri, du musst doch in den Survival-Modus und Game on Survival. Okri, zack, let's go, was hast du davon? Oh Mann, egal, ich werde deine Achterbahn sowas von bestreiten, die ist bestimmt richtig für Babys. Sicher, das werden wir sehen. Also Pupsikopf, du kannst als erstes hier die Achterbahn fahren, indem du in das Minecart einsteigst. Aber ist das Lava? Ja, natürlich ist das Lava. Jetzt geh da rein. Okay. Was ist jetzt passiert? Okay, ich bin dann mal weg. Warte, was? Der klaut einfach unsere Minecarte auf damit. Okay. Ich werde fahren. Ich werde mich trauen. Okay. Okay, wollen wir mal hoffen. Ich steig schon ein. Und los. Wow, was passiert? Ich fliege. Freunde. Und jetzt kommt der Mega-Jump. Wow. Oh ja, okay. Dein Achterbahn hat nicht solche coolen Features, oder? Wow. Das ist so cool, Mann, zum Lucky. Let's go. Und der Mega-Jump. Okay. Was passiert hier? Okay. Okay, du hast trotzdem irgendwie geschafft. Naja, Okri, dann komm mal wieder hierher. Du musst das Ganze nochmal. Was machst du, Okri? Ich fahre die Bahn jetzt rückwärts. Nein, Okri, das tust du nicht. Okay, komm mal wieder zu mir und Pupsikopf. Hier müsst ihr als nächstes die Elytra anziehen und dann mit den Raketen durch diese Ringe fliegen ganz nach oben, denn dann geht die Achterbahn weiter. Okay, ich bin bereit. Bist du dir sicher? Dann probier's mal. Okay. Und los! Was ist mit dem passiert? Okay, Okri, jetzt bist du aber dran. Ich schaff das easy, Simlucky. Schau's dir an. Und werden wir sehen. Wow! Okri, was machst du denn hier? Warte, sorry, ich muss da durch. Und okay, Okri, läuft nicht so wie geplant, aber irgendwie wirst du es wohl schaffen. Oh ja, ich schaff das easy, hab ich doch gesagt. Und jetzt hier vorne ist das Ziel, Okri. Let's go! Da oben bist du ja. Okay, ich glaube, du hast es geschafft und wir machen. Pupsi, was machst du denn hier? Ich bin jetzt auch da. Okay, bisher hier. Der ist bestimmt hier hochgeflogen, der hat geschummelt. Oh ja, im Kreativmodus, Freunde, was denkt ihr? Na ja, jetzt geht's weiter. Pupsi, du gehst natürlich als erstes dahin. Sei kein Angsthase. Oh ja. Okay, ich bin bereit und los geht's. Das ist jetzt die Kreisachterbahn. Der Kreis ist mir wird schon schwindelig. Wow. Oh ja, ganz genau, dafür hast du gedacht. Und jetzt kommen wir zum TT-Boost. Wow, was passiert hier? Hey, du musst aussteigen aus der Lore und... Freunde? Okri, was ist da bitte sehr krass passiert? Der ist einfach von unten nach oben geflogen wie eine Rakete. Ja, aber... Wir sind in die Luft geflogen. Okay, Okri, ich glaube, dir gebe ich jetzt lieber ein bisschen was an Ausrüstung, sonst passiert mit dir. Was machst du? Ich gehe nach vorne, let's go, ich schaff das. Okri, nein, du schaffst es nicht, du fliegst auch in die Luft. Wir werden wohl sehen. Freunde, was wird jetzt wohl passieren? Das hat sich Pupsikopf richtig verdient. Let's go. Wow. Okri, du musst aus der Lore aussteigen. Und wow, willst du es schaffen? Er hat es nicht geschafft. Und wie bist du bitte sehr hier wieder oben, Pupsikopf? Ich weiß nicht. Er hat
wieder gecheatet. Oh Mann, du bist echt unfair. Naja, bei der nächsten Aufgabe könnt ihr nicht mehr cheaten. Und Uchi, du musst wieder hierher kommen. Teleportier dich einfach zu mir. Sam Lucky, hier bin ich doch. Ich hab's geschafft. Nein, hast du nicht, Uchi. Naja, also, jetzt machen wir weiter mit der wichtigen Frage. Also, welche Achterbahn ist cooler? Die von Pupsikopf oder die von Sam Lucky? Natürlich die von Pupsikopf. Werden wir sehen. Wow, da ist Wasser. Let's go. Wow, Walter, was passiert hier? Das ist Fake-Wasser. Das war kein normales. Das war nämlich die falsche Antwort. Lucky, was ist mit Pupsikopf passiert? Ist er draufgegangen? Weiß ich auch nicht, Uchi. Naja, jetzt kannst du dich ja entscheiden. Ja, natürlich für dich, Sam Lucky. Pupsikopf ist voll der Spaßverderber. Oh, das ist gar keine Lava, Uchi. Hast du jetzt. Du bemerkst es nicht mal. Warte mal, ich hab bestimmt. Ich hab gar nicht gebrannt. Hm, wie komisch. Egal, weiter geht's. Let's go. Oh ja, weil das Fake-Lava war. Und, Pupsikopf ist schon wieder hier oben. Naja, Uchi, pass auf. Pupsikopf ist im Weg. Pupsikopf. Wow. Okay, und Uchi, was machst du unten? Du hast geschafft. Warte mal, hab ich alles jetzt geschafft, zum Lucky? Naja, eigentlich solltest du hier rüber. Okay, let's go. Hey, du warst im Kreativmodus. Naja, jetzt würde ich sagen, fängt das Ganze nochmal von vorne an. Ja, von vorne. Oh nein, oh nein, oh nein. Pupsikopf, das ist die schlimmste Achterbahn. Deine ist niemals krasser. Unsere ist so krass. Oh Lucky, ja. Ich sag dir ehrlich, das ist echt cool, Mann. Oh, Freunde, ich würde sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt und falls ihr findet, dass wir Pupsikopf richtig heimgezahlt haben, dann lasst jetzt ein Abo und ein Like da. Und jetzt, Freunde, drückt schnell aufs nächste Video, sonst könnt ihr das nächste Mal auch nicht auf eine Achterbahn kommen. Wegen Pupsikopf. Und ciao, ciao.